Hallöle, grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fam mit und von Omian Simon und wieder nicht alleine, denn bei mir ist immer noch die gute Antilope. Hallöchen. Moin moin. Ja, und wie ihr es schon im Titel habt lesen können, gucken wir uns jetzt mal die neue Mission Alles auf Rot an, beziehungsweise auf Englisch Redshift. Ich bin sehr gespannt. There's been an incident at Jupiter Station. Ich auch, tatsächlich, noch gar nicht gespielt. Bin ich muss noch anwählen, ne? Ja, okay, wir kümmern uns drum, Admiral. Reisen Sie zum Solsystem im Beta-Quadranten und treffen Sie sich dort mit Admiral Janeway. Oh, genial! Aber mich wundert es immer noch, dass sie Weißadmiral geblieben ist. Aber ist ja legitim, ist ja alles gut. Dann nehmen wir das mal an. Und vor allem, wir gucken jetzt zum ersten Mal auf die Jupiter-Station, mit Ausnahme bei der TFO. Aber da bekommen wir jetzt einen ersten guten Einblick auf die Jupiter-Station und auf den Jupiter selbst, glaube ich. Ja, nein. Und zum Thema Weißadmiral, es kann ja nicht jeder Flottenadmiral werden. Ne? Ja. Es reicht ja, wenn wir 5000 Spieler schon alle Flottenadmiral sind. Ja, oder Admiral wie Picard mit 4 Sternen. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder in der Mission. Bis gleich. Und da sind wir in der Mission Redshift beim Jupiter. Good to see you again. I wish we were meeting under better circumstances. The Terrans hit us pretty hard today. Several of our ships are in trouble. See what you can do to help out. We'll talk more once we have everyone out of harm's way. Verstanden, Admiral. Wir beginnen die Rettungsoperation. Whatever medical teams you could spare would be most welcome. Ja, machen wir. Und Janeway haben sie auch beim Delta-Quadranten hinzugefügt. Finde ich auch sehr, sehr geil. Also zumindest nur bei den Besprechungen. Away teams received. In den Videosequenzen so oder wo? Nee, soweit ich mich erkundigt habe, bekommen wir von ihr die Delta-Quadrant-Mission. Ah, also quasi als Mission-Giver dann. Genau. Ich weiß nicht, ob sie zwischendurch mal die Voyager kommandiert, aber ich glaube, das macht Tuvok. This is Chief Engineer Jarrett of the Akron. Evacuate as many people as possible from the Akron before their warp core breaches. We need to evacuate now. Okay, Transporterraum bereit machen für Nottransport. Ich habe gerade gar nicht dran gedacht. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht irgendwelche Dialoge weggeskippt. There's two more groups to beam. Es ging noch. I'll buy you as much time as I can. Aber ich finde auch die Betonung sehr interessant. Jared. Und da geht ihr in Akron drauf. Ich glaube, eine verbesserte Excel. Ja, das war nur eine Excel. Losing the Akron wasn't easy to watch, but you saved the survivors on board. That's what matters the most. Well done. The situation is getting complicated. And officers like you can help me get to the bottom of things. Let's meet on Voyager to go over this in person. Okay, verstanden, Admiral. Steuermann, bringen Sie uns in Transporterreichweite der Voyager. Ich finde es auch so cool, dass dass Admiral Janeway hier wieder die Voyager kommandiert. Und ja, hier sieht man sehr, sehr gut den Jupiter. Hier mit dem Krater, da die verschiedenen Schichten. Haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Genauso wie die Jupiter-Station im Übrigen. So, Voyager, bitte um Erlaubnis an Bord zu beamen. Alles klar, wir machen uns auf den Weg. Ah, ich hätte mich vorher noch umziehen sollen. Ich muss in der Kampfmundtour. Welcome aboard. There's a lot to discuss and very little time to do so. Kann es sein, dass sie Janeways Frisur von Endspiel genommen haben? Ich glaube schon. Walk with me. I'll get you up to speed on the way to the conference room.
Okay, gehen Sie voran, Admiral. Here's what we know so far. Jane, wir haben es auch sehr gut gemacht. Und hier Fenrich Brax. The Terran fleet warped into the Sol system unchallenged. Okay. Somehow, they managed to bypass all of our security measures. Und klassisch Voyager-mäßig das Gewehr mitgenommen. Once they dealt with those ships, they raided the station itself. Und hier ist Tuvok tatsächlich. Their objective was unusual. Even for Terrans. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Vor allem für Terraner. Und Tuvok. Hallöchen, Tuvok. Schön, dass du auch hier bist. Aber sonst haben wir keine bekannten Gesichter. Und hier im Übrigen können wir beim Elite Force virtuellen Voyager-Spiel in den Bibliothekscomputer anzapfen. Beziehungsweise draufgehen. Finde ich auch sehr cool. That's putting it mildly. Ach, guck mal, wen wir da haben. Admiral Leta. Right. Let's get down to business. Let's get down to business. Du sagst es, Admiral. Oder Sie sagen es, Admiral. Verzeihen Sie. Also. As you know, the Terrans raided a secret research station in the Izar system earlier. They stole a large amount of classified data during that raid, which you managed to recover. Starfleet Intelligence believes they found what they were looking for in that data, and it led them here. To Jupiter Station. Okay, spielen Sie da jetzt auf die Mission vorher an? Ich glaube schon. Ich meine ja. Ah. Wird wahrscheinlich so sein. Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Fahren Sie fort, Admiral. Okay, Cutscene. I'm bringing in a consultant to assist with this briefing. Someone with first-hand experience of the incident at Jupiter Station. You're gonna love this. Hallo. Told ya. If you're finished gawking, believe me, I don't want to be here any more than you do. Let's get this over with. 14 hours ago, I led a Terran strike force operation to Jupiter Station. 14 Stunden zuvor ISS Voyager Einsatzzentrale. Alright, let's get started. Ich darf halt immer noch den Helm auf. Ja. Okay. Und da sind wir in der Spiegelvariante. Wir dürfen uns selbst spielen. Das ist mal was anderes. Und was haben wir denn da am Hals? Und wir sind ein Captain, so wie es aussieht. Aber cool, dass wir hier einen Einblick auf die ISS Voyager haben. Nicht auf die Kriegsschiff Voyager, wie in der Zeitzeuge, sondern tatsächlich die ISS Voyager. Und hier haben wir Captain Tilly, beziehungsweise Captain Killy, die sich auch umgekleidet hat. Sehr interessant. Findest du nicht auch, dass hier unser Marshall ein bisschen einen komisch starksten Gang hatte, also da hätten sie vielleicht noch ein bisschen an der Animation feilen können. Ja, finde ich auch. Und hier haben wir Kumar K, oder Kumar K, wie Lita dazu immer zu ihr gerne gesagt. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Okay, wir haben hier auch ein paar nette Fähigkeiten. So, dann besprechen wir mal den Plan des Imperators. The operation is about to commence. We've entered Federation space undetected, thanks to security codes obtained by Imperial agents. By the time we drop out of warp in the Sol system, it'll be too late for the defenders of Jupiter Station. Wie Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. This plan is reckless, even for you, Marshall. We're not dealing with a legion of witless cyborgs here. And I'd rather not end up in a Starfleet prison for the rest of my days. Or, you know, dead. Okay, Tilly, würde lieber im Gefängnis landen, als zu sterben. Sehr interessant, dass du so feige bist. Aber interessant, dass wir hier Spiegel Janeway, Marshall Janeway haben und nicht Captain oder Admiral. Nein, Marshall. Das ist mal was anderes. Für dich gut. Fortfahren. Your position is noted, Captain. Perhaps you'd like to voice your concerns to the Emperor? It is his plan, after all. No? Anyone?
Ja, interessant wäre natürlich zu wissen, welche Position ist ein Marshall genau kleidet innerhalb des Empire. Mhm. Und ich finde es sehr interessant mit diesen Borg-Verbesserungen, die man sonst nur bei Seven gesehen hat. Also das Implantat oberhalb des Auges und dann in der Nähe des Ohrs. Ja. Ja. Ich dachte, ich hatte auch erst gedacht, dass das irgendwie eine terranische Variante von Seven sein soll. Mhm. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, aber ja. Anscheinend hatte sie ja auch einen Encounter mit den Borgs. Also, ne, wenn man so jetzt Tillys Aussage, die Anspielung auf die Mindless Cyborgs. Mhm. Ja, dann müssten die ja auch irgendwann mal auf die Borg getroffen sein. Wann, wissen wir nicht. Aber anscheinend zwischen DS9 und dem heutigen Datum. Ansonsten waren ja die Terraner nur unterdrückt von der Allianz. So, was anderes könnte ich mir nicht erklären. Okay, fahren wir fort. Fortune, as they say, favors the bold. If we succeed today, the favor of the Emperor will be ours. So, please summarize our mission objectives, Marshall. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir endlich mal unsere eigene Stimme hören. Und warum ist sie so komisch verzerrt? Hat das was mit dem Ding da am Hals zu tun? Vermutlich. Ich habe tatsächlich, ich schätze mal, das bist dann du, weil... Ja, weil das ist mein Hauptcharakter. Ja, nee, weil ich, also ich sehe tatsächlich dich, ich sehe nicht mich. Sehr interessant, okay. Fahren wir fort. Na? Very well, Inquisitor. Listen closely. Listen closely. Once we arrive at Jupiter Station, we'll offer them the chance to surrender. They may show their bellies without firing a shot. If not, we'll deal with them and board the station. We will find the Emperor's prize, secure it, and return to our universe. And the great reward that awaits us there. Hört sich sehr interessant an. Auch für Terranische Offiziere. Für das Imperium! It's about time. I could use a good fight. Ja, natürlich. Schlitzen und Schlachten und Stechen. Battles aren't won with karate chops and smirks. Bloodthirst built the Empire. You'd be wise to remember that. It has served you well so far, Captain. Schnecht mir dich. Nö. Okay, gut. Schade, dass wir hier niemanden abstechen können. Sky Marshal, wo bleiben Sie? Oder sind Sie schon in the way on our mission, I won't hesitate to put you down. Yeah, yeah. Stop flirting with me. You'll make Camarque blush. Do recall that Marshal Janeway does not suffer fools. And vessel... You're not going anywhere but the grave. I think not enough of this. Time for you to die. Was war denn das hier? Ein Erschießungskommando. Marshall's gonna get cranky. Bravo! Well fought! Ich glaube, die wollten uns erschießen. Camarque, we're not doing that. Ja, sehr interessant, was Camarque hier vorhatte. An assassination attempt! Before breakfast? Rude. Nice to see I'm not the only one who's tried to end you, Inquisitor. Unlike that idiot, I live to tell the tale. And hey, you got that sweet voice box out of the deal. Okay, so wie sich das gerade herausgelesen hat, hat sie wohl versucht, uns zu töten und da haben wir wohl von ihr dieses Ding am Hals bekommen, nach ihrer Attacke. Wieso atmet sie noch? Keine Ahnung, ich nehm's mal an. Wir sind zu gütig mit ihr gewesen. Wir hätten sie einfach direkt aus der Luftschleuse werfen sollen. Ja. Oder... wie wir in Discovery gesehen haben, einfach aus dem Transporterraum beam ins eiskalte Universum. Naja, gut, aber gut. So, fahren wir fort. Yes, you tried. And you failed. Das stimmt. Fortunately for you, I am a loyal servant of the Emperor. Because he wishes it, you're still breathing. Should that change? Well, we'll cross that bridge when we come to it, won't we? Ja. Sehr terranisch gesprochen. If we get to that bridge, I'll be the one blowing it up underneath you. But for now, the Emperor says we have to play nice. So, this is me, playing nice. See you at Jupiter Station. Unless your yeoman puts a shiv in your back on the way.
Ja, Tilly, ist schon gut. Man sieht sich. The Defiant is ready to receive you, Inquisitor. Step onto the transporter pad when you're ready. Okay, wir dürfen wohl die Spiegel-Defiant fliegen, die wir in DS9 gesehen haben. Also du darfst fliegen, ich bin ja nur der Muscle hinter dir. Ich bin aber auch mal gespannt. Der gesichtslose Muscle, wenn ich das an dieser Stelle mal erwähnen darf. Ich bin aber auch gespannt, was jetzt mit dem zweiten Spieler passiert. Da haben wir eine Defiant, eine Oddi, die Discover und die Voyager. Also ich sehe auf jeden Fall. Die ISS Defiant. Ah, da haben wir eine ganz schöne Flotte. Jupiter Station. I am Marshal Catherine Janeway of the Terran Empire. Surrender and your lives will be spared. Resistance, as the saying goes, is futile. Make the smart choice. Ich kann es nicht glauben. Da hat sie tatsächlich gesagt, Widerstand ist zwecklos. Okay, da müssen sie auf die Borg getroffen sein. Und du darfst tatsächlich die Defiant spielen. Ich darf die Variant spielen, die man ebenfalls in DS9 gesehen hat. Aber nur in einer Folge mit dem Red Squad. Aber gut. Okay, dann, wo bin ich denn? Moment. Vor mir. Na? Ich finde es auch sehr interessant, dass zweimal der Name da oben steht. ISS Defiant, ISS Defiant. Ich finde aber auch die neue Odyssey, die Spiegel-Odyssey-Variante, sehr, sehr interessant. Die dürfen wir dann wahrscheinlich spielen, wenn das Pack rauskommt. Dann haben wir hier die Spiegel-Discover, die kennen wir ja schon. Interessanter Aufbau da hinten zwischen den Warp-Gondeln. Hat das die normale Odyssey auch? Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Das mit dem Modul da oben. Ja. Nee, das hat es nicht. Ich nehme einfach mal an. Moment mal, was sehe ich denn da? Ich mach mal hier das. Hat die Odyssey etwa eine Phaser-Lanze? Okay, dann soll das wohl eine Anspielung auf den Spiegel Galaxy Dreadnought sein. Nur halt in Odyssey-Variante. Finde ich cool. Okay. Was haben wir denn? Was ist das denn hier unten? Das, den Schiffstyp kenne ich gar nicht. Hier, die Rescover. Ja. Ist das eine Miranda-Class? Nee, das ist eine Somerville-Klasse. Also, Moment, ich gehe mal in das. Auch aus Discovery-Ära. Ja, genau. Moment, Filter. Wie heißt denn das Teil eigentlich? So, Somerville. Grundwerte. Nee, da steht der Name nicht. Okay. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. Ich denke mal, wir kennen es aus Discovery. Und sehr interessant, wie die Voyager aussieht. Wo haben wir denn die Spiegel Voyager? Da haben wir die Voyager. Aber tatsächlich Spiegel und ein bisschen die Elemente von Kriegsschiff Voyager drauf gepfampft. Finde ich sehr interessant. Also dann, leg mal weiter. Request denied, Marshal. I'd advise you to surrender while you're still able to do so. Ich bin ja gerade so ein bisschen am durch den Shop schauen. Das könnte eine Variante der Earhart auch sein. Earhart hört sich nicht schlecht an. Vom Schiffsdesign her. Mhm. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Commander, der die Jupiter-Station befehligt. Sehr interessant. Machen wir mal. Vater. A predictable response, Marshal. Ah, nee, da ist es. Genau. Hast recht. Somerville Interstein. My crew and I stand ready to lead the charge. Got a little something brown on your nose there, Inquisitor. Ja, und Captain, Sie haben da was Rotes an der Schulter. Ach, Tilly. Enough. Ich frag mich, wer die Enterprise befehligt. The honor is yours. Teach them a lesson they'll never forget. Those who manage to survive, anyway. Und Sky Marshal Janeway darf dann wohl tatsächlich die Voyager befehligen. Sehr interessant. Also, so wird es sein im Namen des Imperators. Inquisitor, I have 17 cases of Romulan ale that say we're earning the most glory today. Make it 20, and you're on. Okay, wir können keinen von Impuls fliegen. Good luck scoring even a single kill in that little bucket of failure. We'll see about that. Ich habe auch sehr wenig Abilities tatsächlich. Kleine Klapperkiste, also Tilly. Sie mag zwar klein sein, es ist aber ein tapferes kleines Schiff. Okay, unsere Schilde gehen relativ schnell weg.
Deine. Ja, meine. Ich bin eigentlich ziemlich... Aber gut, ich pick auch gerade alles auf, was aus der Formation von der Station rausfliegt. Ich frag mich gerade, ob Spiegel-Tilly die Enterprise befehligt. The enemy fleet has been neutralized. Muss ja eigentlich. Ja, also in Jupiter Iratus befehligt sie ja. Die Spiegel-Riskava gehört ja hier auch Kumake. Aber interessant, dass die Riskava im Prime-Universum ein Schiff von den Lokari ist und hier ein Schiff des Terranischen Imperiums. Das You'll find out soon enough, Commander. Richtig. Surrender and prepare to be boarded. So, dann besprechen wir mal die Kapitulationsbedingungen, wenn es welche gibt. Marshal Janeway, I request a ceasefire to conduct rescue operations. Rettungsoperation, das glaubst du doch wohl selber nicht, Commander. He's stalling. Ja. Buying time for reinforcements to arrive. Richtig. The Empire doesn't negotiate with prey. Let's knock down their shields and take what we came here for. Der Imperator verhandelt nicht mit Beutetieren. Ich glaube, da gibt's einige im Prime-Universum, die das genau andersrum sehen. Oder anders sehen. This insolence of yours is getting tiresome, Captain. Remember your place. Or I will gut you like a fish and kick your carcass out of the nearest airlock. Die Wortwahl im Englischen? Heide Witzke, Herr Kapitän, ich will sie, glaube ich, nicht sehen. Ja, ich dachte mir auch gerade, die will man nicht sauer machen. Nee, definitiv nicht. Ja, aber Tillys Aufmüpfigkeit gefällt hier Janeway überhaupt nicht. Was ich mal gut finde. So, Defiant und Valiant an Voyager. What is it, Inquisitor? We're reading several Starfleet vessels approaching at high warp, Marshal. They'll be here in moments. Ach, Sister Mal. Es kommt auch Sternflottenverstärkung. Fire to disable. If Starfleet is so concerned about rescue operations, let's give them something to rescue. It'll keep any more would-be reinforcements occupied. Wie Sie wünschen, Marshal. Für das Imperium. Schalt mir die Schiffe aus. Fire to disable. Ach, da haben wir die Akron. Ja. Let's teach these Starfleet weaklings a lesson. Ey, wer hat das Imperium wieder aufgebaut? Mit ein bisschen Hilfe von Terranern. Richtig, Sisko. Und war er ein Schwächling? Ich glaube nicht. Mein Schiff nicht teuer, was da los? Super. Da haben wir hier die Juno. Da haben wir die Turling. Moment mal, die Turling ist eine neue Cheyenne. Finde ich sehr interessant. Da sehen wir die neu überarbeitete Cheyenne. Sehr interessant. Sehr cool. Ich bin immer gespannt, ob wir eine Spiegel-Defiant bekommen. Müssen wir ja eigentlich. Also ich würde mich freuen. War die nicht auch auf dem Loading-Screen von dem Package? Ich meine, das sind doch genau die 4 Schiffe hier. Na, aber ich habe gelesen, es sollen 5 Schiffe sein. Einmal die Defiant, die Enterprise, beziehungsweise die Odyssey, die Intrepid, die Somerville. Und ich glaube, noch eine K6 Spiegel Galaxy kommt. Kann mich aber auch irren. Aber nach dem, was ich vom Schiffsfehler gesehen habe, wird es wahrscheinlich eine Spiegel Galaxy geben. Also, dann beantworten wir mal den Ruf der Einrichtung. You won't get away. Ich gerade vorschlagen. Whatever you're after. Called it. He needs to be broken or killed. I'm good either way. Ja, das kann ich mir vorstellen, Killy, dass dir das so passen würde. Nicht, wenn ich dir zuvorkomme. Very well. We'll disable the station. But I warn you. If the Emperor's prize is damaged or lost, I'll kill each of you myself. Slowly. An agonizer booth at maximum setting will feel like mercy by the time I'm done with you. Ho, ho, ho. Do I make myself clear? K.
Kerzenglas klar, Marshall. Feuern Sie, um ihn zu deaktivieren. There's a price for defying the Terran Empire, and I am here to collect. Tactics, concentrate fire on their habitat. Direkt auf die Wohnquartiere, natürlich. Tilly hat's nicht so mit Wohnquartieren. Ja. Sieht ja aber auch sehr interessant, dass wir eine Strahlbank haben und sonst nur Kanonen und Geschütztürme. So. So, Jupiter. Mal rüber, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Alright, they're at our mercy. It's time to do what we came to do. Let's beam down to the station and take the Emperor's prize. So, dann beamen wir uns mal herüber. Und ich würde mir tatsächlich, wo wir hier gerade den Ladescreen sehen, tatsächlich die Viridian leisten, wenn ich sie mir leisten könnte. Ja, das glaube ich auch nicht, Marshall. As we planned then, two teams. Team 1's objective is to disrupt their security systems through sabotage. Team 2 will then gain access to critical systems and take control of them. Ja, der Plan gefällt mir gut. Once that's done, we can use their transporters to beam directly where the Emperor's prize is located and take it. Try not to get roughed up by a bunch of scientists and lab assistants. Ja, Tilly, das musst du gerade sagen. Aber sie auch. Ja, ein Fehlschlag ist keine Option für das Terranische Imperium. Let's get moving, Inquisitor. Okay, dann gehe ich mal vor. As you wish, Marshal. Und da haben wir ein paar Schmecklinge in der Sternflotte. Wenn ich die jetzt aus Versehen in den Rücken schieße, übernehme ich dann die Mission? Das glaube ich nicht. Eher würde ich dich erschießen. That didn't take long. Ah, es geht noch weiter, Tilly. Zum Glück. Aber nach dem, was ich gesehen habe. Ja, stimmt, wir sind ja beide Taktik. Wir haben dieselben Fähigkeiten. Ja. So, dann gehen wir mal da rein. Auf Betäubung! Lasers on stun, eh? Too bad ours are set to kill. Looks like this group has more fight in them. So they're angry geeks and nerds. Got it. Huh. One of them almost hit me. I'm impressed. Oh, Tilly, das muss nichts heißen. Here's where we part company. Get the job done, Team 2. Okay, dann fahren wir fort. We won't fail you. Alles klar. We won't fail you. Ugh. Let's go, Kamarke. You know, when you're done kissing the Marshal's backside. Ah, so kennt man Captain Killy. Bissel aufmüpfig und verwöhnt. Ich hätte nie gedacht, dass es eine Zeit gibt, in der ich mir das angeschrien werden von Admiral Lita wieder zurückwünsche. Ja, definitiv. Okay, dann versuchen Sie sich nicht von wütenden Strebern ermorden zu lassen, Captain. Okay. I'm on it. Ja, du übernimmst das. Ich übernehme das? Ja. Okay, okay. Aber ich bin noch nicht der Schlaue von uns beiden. Doch. Ready when you are, Marshal. Nur weil ich ihn hätte. Also das täuscht. Ja? Der Kopf ist unter dem Helm viel kleiner. Ach wirklich? Das glaube ich. Weapon Knife Dark Matter. Uhu. Ja, das klingt sehr. Hoppala. Ach. Sind doch die hinter mir. Jetzt hat es irgendwie erstaunlich wenig gebracht. Und hier gibt's eine Wandverkleidung, die wir aufmachen können. I'll reconfigure the isolinear chips here and shut down power to the fields. Ich sag ja, ich bin nicht der Intelligente von uns beiden. Ich wäre an der Wand vorbeigelaufen. Na, ich hab's alle auf den ersten Blick gesehen. Waiting on you, Marshal. Tick-Tock. Tick-Tock. We're almost there. Stand by. Nee, du bleibst liegen. Hä? Du bleibst liegen, hab ich gesagt. Wird wahrscheinlich ein Bug sein. So, dann dürfen wir hier in den Raum gehen und alles platt machen. Nee, du bleibst liegen. So, da haben wir den nächsten Mal ohne raus. Hoppala. Da bin ich tatsächlich umgekippt. Okay. So, und jetzt hab ich wieder hier anfangen.
Und wir spielen noch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich will nicht wissen. Get those bombs planted. Das sagst du dem, der bei Jupiter Iratus explodiert ist. On it. Cover me while I work. Clock's ticking. Naja. Still haven't heard any explosions. Having troubles? Nein, wir haben keine Probleme in Killy. Not as many as you'll have if you don't stop distracting us. Ja. Wollte ich gerade sagen, kommst du mal und lässt mich jetzt die ganze Arbeit alleine machen. Nee, nee, nee. Ich behalte hier die Vorhut. Okay. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, Sachen in die Luft zu jagen. Ja. Charge is set. Get to a safe position. Move! Okay, dann gehen wir mal raus. Nee, 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 nee. Ihr bleibt drin. And boom goes the detonite. Juhu! Da hat's aber schön richtig bumm gemacht. Um Charlie the Unicorn zu zitieren. Na klar, es geht in Flammen auf. Sehr schön. Kumake ist doch mal zu was Nütze. Ganz im Gegensatz zu dir, Killy. Good. Once you take their internal sensors offline, we can move undetected. Richtig. For now, drop the security fields. Sure. If you ask me nicely. Ich geb dir gleich höflich. Captain, you are on dangerously thin ice. Get that security field down now. Inquisitor, there's a Jeffries tube nearby. We'll use it to go between decks. Okay, wie Sie wünschen, Marshall. Wir dürfen wieder Jeffries hören kriechen. Alright, alright, it's down. Go! Na, watch out! Darf ich noch was mit Dark Matter Bomben wegpusten? There's the Jeffries tube. Let's get climbing. Ja. Ich als Taktiker mag das auch absolut gern. Huch! Moment, mal kurz ein. So. Bist du bei Jupiter Iratus tatsächlich geplatzt? Ja! Ganz am Ende! Oh! Ganz am Ende! Okay. Ja, das werdet ihr wohl nie herausfinden. That's a mystery you'll never solve, I'm afraid. Hab ich's nicht gesagt? This okay. Is the transporter boat. Okay. Nice. Breach and clear. What? They're here! Open fire! Och nö. So, dann stechen wir mal ein paar mit dem Messer ab. Na, nee, mit dem Phaser, mit der Waffe schießen gefällt mir dann doch besser. Right. Beam us directly to the medical ward. Okay, ich programmiere den Transporter. Energizing. Hä? What's the hold up? Something. We need to get out of here before Starfleet overruns our position. Starfleet's adapted their security protocol. Ach, guck an. We are locked out of the transporter controls. Time to go to Plan B. Meet us at the hub on Deck 7. Janeway out. Okay, gehen Sie voran, Marshall. Get to the hub as fast as you can. Ah, doch nicht beamen. Nee. Perfect. I love running. Das darf ich doch. Denn wie dein primäres Ich bist du wohl also auch. Aber eine du hübsche Station so im Inneren. Also. I stop. Like, I like. Stopp! Einfach stopp! Nö, wir hören nicht auf dich. Hat, schöne. Helle Gänge tatsächlich. Mhm, finde ich auch. Hallo? Bleibst du unten? Ich weiß nicht, ob es mich nicht irgendwann tatsächlich psychisch fertig machen würde, dass ich, egal wo ich hingehe, quasi immer nur Wände habe. Also dass du halt nirgends. Na, du kannst ja auch nicht durch ein Fenster gucken und siehst dann irgendwie den Weltraum oder so. Oder was anderes. Ja, doch, das schon. Wenn du ganz an den Rand gehst. Aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel hier rausguckst, ne, halt, du läufst irgendwo lang. Und im realen Leben würdest du ja eine Straße lang laufen und hier läufst du halt einfach einen Gang lang. Ich glaube, das würde mich auf Dauer fertig machen. Let's fight our way to the others and regroup. Aber ich glaube, wenn ich schon einen Gang lang laufen muss, jeden Tag und in Gängen leben, dann bin ich eine schöne helle Große. Ja. Das erinnert mich jetzt irgendwie an die letzte Folge von Disco, was wir gesehen haben, mit dem großen Raum, mit den vielen Ebenen.
Gefällt mir aber auf jeden Fall. Okay, da haben wir noch ein bisschen was kaputt gemacht. Sehr schön. Wer braucht schon Pflanzen? So, also, besprechen wir mal den Ersatzplan. Time to change things up a bit. Inquisitor, you and Tilly will get us access to the turbo lifts. Kumarke and I will focus on disabling the security lockouts. Once that's done, we should be able to get to the medical ward using turbo lifts. We'll rendezvous there. Okay, verstanden, Admiral. Wir sehen uns dort. Oder Marshall. So, dann dürfen wir jetzt mit Tilly gehen. So. Och nein. Mach du die Tür auf. Also, du weißt ja, ne? Ich bin ganz auf deiner Seite. Also wenn sie sagen wir mal, ein Unfall hätte. Ich glaube, das wird niemanden interessieren. Da haben wir gleich die nächsten Vollidioten. Wie sie halt einfach dastehen, wie bestellt und nicht abgeholt. So. So. Da haben wir die nächsten. Ich frage mich, wie das bei der Taktikbesprechung dann liegt. So, ihr habt den besten Job. Ihr stellt euch da jetzt hin und wartet, bis sie durch die Tür kommen. Und dann schießen wir. Nein. Dann lasst ihr euch erschießen. Ja, klar. Okay, da fehlt Fenrich Sicherheit. Der will wohl nicht sterben. Started, so. Bücherwürmer. Watch your fire. We need functional controls once we've cleared the room. Less talking, more shooting. Oh, Tilly, wir können beides. Wir sind Offiziere, das weißt du doch. Ja, du weißt doch, sie hat das Talkie-Talkie-Shooty-Shooty-Seminar immer geschwänzt. Victory at last. Victory at last, das hört sich so ein bisschen an wie Victory is Life, aber ich glaube, das Terranische Imperium ist hoffentlich nicht auf das Dominion gestoßen. Inquisitor to Marshal Janeway. We have secured turbo lift control. Your orders? Hold your position, Inquisitor. Captain Kumarke tells me she needs about 15 Müssen sie seconds doch aber. To finish cracking their security overrides. 15 Sekunden? Okay, wenn Sie meinen, Marshal. Ich halte mich bereit. So, did Grandma Janeway ask you to kill me? Dann machen wir mal weiter. So, Entschuldigung für die kurze Pause, jetzt sind wir natürlich wieder hier. So, da ist schon unser Kamerad. Dann gehen wir mal in den Raum und machen hier alles kaputt. Ja, nein, ich glaube, du musst, wir müssen irgendwas overriden. Es kommen nämlich unendlich viele Gegner. Ah ja, die Subroutine müssen wir hier umgehen. Bypass. So. Starting on the second lockout. Cover me. Ja, Tilly, mach deinen Job. Dann machen wir auch unseren. Find's aber auch sehr interessant, dass wir hier diese Exocoms haben, die uns unterstützen. Ja. Finde ich, ist ein sehr geiles Kit-Modul. So, wo? Da. Na, ist der Herr. So. Und dann umgehen wir die Subroutine. Was wohl immer noch nicht übersetzt ist. Try it now. So. Teli, mach dich wieder an die Arbeit, sonst wirst du abgestochen. Almost there. Just a few more seconds. Einfach aufhören, sie zu verteidigen. Ja. Ja, das lässt die Mission leider nicht zu. Sowohl als auch die Befehle vom Imperator. Leider. Bin aber mal gespannt, wie Spiegel Janeway zu den Primären kommt. Weil das ist ja auch so eine Frage, die bisher ungelöst ist. Naja, aber. Turbo lift control is restored. We have turbo lift access here. Proceed with the plan. Kumarke and I will meet you at the objective. Okay, wir sind auf dem Weg, Marshall. I think Janeway will convince Kumarke to betray me. Das ist eine Sache, die mich schon immer ins Doom ein bisschen stört. Dass während noch gefightet wird, oder sagen wir so, das Fighting fängt an, während du noch im Dialog bist, oder du fightest noch und es kommt schon ein Dialog. Ja, das ist absolut störend. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also. So, dann fahren wir mal mit dem Turbolift zu Deck 3B. Ist interessant, dass das Deck 3 eine B. Ich will nicht kuscheln, geh weg. Geh weg.
Naja, das übernehme ich. nur weil wir in einem Fahrstuhl sind, heißt das nicht, dass wir schmusen müssen. Nee. Das haben wir ja schon übernommen. Vielleicht wolltest du mich auch abstechen. Ich weiß es nicht genau. Also das habe ich wohl schon übernehmen dürfen. Das Schmusen. Sonst hätte sie mir kein Messer in den Hals stechen können. Deswegen trage ich immer einen Helm. Ja. Ich schieße dir gleich deinen Helm ab. Ey, der passt aber sehr schön zum Outfit. Also. Ja, finde ich auch. Also, richtig so, als wäre da ein kleiner Zwischenfall passiert. So, dann... Ich war halt nicht gut dabei, der Boden des Lava zu spielen. Kann ich mir vorstellen. The joke will be on us if we don't stay focused. Mind if we cut in? So, da haben wir die nächsten Nerds. Wanted by Section 31. What? Ich habe gerade ein neues Accolade bekommen. Okay. Gesucht bei Sektion 31. Wegen Terraner killen? Wegen wahrscheinlich, nicht Terraner killen, sondern als Terraner killen. Oder nee, Föderationsoffiziere töten, wahrscheinlich. Ja. Okay. Wo finde ich nochmal die Accolades? Die waren hier. Unter J und dann Auszeichnungen. J? Oder Protokoll. Und dann. Ja, und da müssen wir mal gucken. Für Duty Story Accolades. Sind die jetzt alphabetisch sortiert? Nee, nach Datum. Also nach Zeit, glaube ich. Dann müsste ja das Neueste oben sein. Ja. Das ist aber a good day. Nee, die sind alphabetisch sortiert. Das fängt an mit a good date for you to die. Achso. Ja, nee, das Protokoll ist nach Datum. Ich finde es gerade nicht mehr. Es ist definitiv gerade was aufgeploppt. Töten. Kills. Von Sektion 31 gesucht. 451. Besiegen Sie 500 Föderationsoffiziere. Okay. Da hast du auf jeden Fall einen Vorsprung. Ich muss noch ein paar killen. So. Ja, ich glaube, weil ich gerade deine Leiche vor den bösartigen Föderationsoffizieren verteidigt habe. Okay. Dann dürfen wir uns jetzt dekontaminieren lassen. Yay! Wie Tilly dasteht und ihre Fingernägel begutachtet. Ich finde es aber auch cool, dass Marshall Janeway das Kompressionsgewehr von Voyager dabei hat. This ends now, Terrans. It's over. You're right, Commander. It is over. For you. Von den Commander wird es jetzt enden. There is no way I'm letting you take one for emergency transport. Oh, der Kobana bin sich weg. Na, dir macht das natürlich was aus. The prize is ours for the taking, Marshal. Sehr gut. Und ist da? Indeed. Inquisitor, if you would do the honors and open the door. Mit Vergnügen, Marshal. Dann machen wir mal die Sasskammern auf. Und Cutscene. Trink nebenbei einen Schluck Wasser. Ist das nicht Alia? I expected someone more impressive. Let's get this over with. Yeah, let's do that. Was? To be honest, I didn't think you'd make it this far, but I'm happy to finish you off now. You've had the Emperor's favor long enough. It's our time for glory now. Really? Oh. Well then. Oh. Okay. If you want to kill the Queen. Okay. Deal with her. Okay. Okay.
Es reicht. Okay, da hat wohl Jamie tatsächlich da haben wir wohl tatsächlich sehr interessant. Tilly made the better deal. And it was for a lot more than Romulan ale. Perhaps we should gloat. Die hat sich gerade adaptiert. Ja. Ist tatsächlich bisschen. She's got some sort of invulnerability shield. She's adapted. Her shield is down. Now's our chance. Open fire. Aber wie kann sie, also das sind ja anscheinend noch richtige Drohnen, wie kann sie als befreite Borg-Drohnen kontrollieren? Hat wohl tatsächlich was mit Königin Kram zu tun. Sind die neue Borg-Queen? Wäre tatsächlich sehr interessant. Her shield is down. Now's our chance. Open fire. Aber schade. Dass wir sie killen müssen. She's adapted. Eliminate Borg drones. Her shield is down. Now's our chance. Mark my words, Triggs. You will burn for this. Okay, da verzieht sie sich. Dann dürfen wir mal. Ja, und es ist niemandem im Imperium aufgefallen, dass sie eine geheime Armee von Borg-Drohnen besitzt? Natürlich nicht. Alte Dame. Okay, sehr interessant. Okay, ziemlich gerissen. Aber hoffen wir, dass wir nichts mehr davon sehen. If she is, there'll be Starfleet's problem, not ours. Das stimmt auch wieder. If the Marshal survives, she'll be stuck here. Shouldn't be too bad. Ja. Your Federation prisons are soft and comfy. Also für einen Terraner wie den Marshal ist es schlimmer als der Tod, mit einer Qual zu sterben. Yeah, that's her problem, not ours. Get the transporter beacon on the Emperor's prize, so we can beam her out of here. Machen wir. Richtig, bringen wir die Beute und uns selbst endlich hier raus. So. So, noch ein letzter Schuss auf Tilly. So. Und jetzt beamen wir uns hier raus. Nochmal schnell dem Inquisitor ein Messer in den Rücken rammen. Let's beam up and get back to our universe. Valiant, eine Person zum Hochbeam. Energie. Ungeschriebene Zukunft. Defiant, want to beam up. The rest, as they say, is history. Let's discuss how we resolve this fine little mess. Preferably over some coffee. I think that could be arranged. Ach, Jamie, du alte Kaffeetante, wir kennen dich nicht anders. Und ich liebe dich dafür. Naja, ich bin auch manchmal ein absoluter Kaffee-Junkie. Ja, Kaffee ist nicht so mein... Milchkaffee? Ja. Latte Macchiato auch noch, aber so richtiger Kaffee, naja, ist mir zu bitter. Jeder hat seine Präferenzen. Also, wenn, dann halt wirklich mit viel Milch und Zucker. Also, ich habe gemerkt für mich selber... Ich mag sowohl gesüßten als auch ungesüßten Kaffee. Also, nicht so schlimm, wenn da mal nichts drin ist, außer Kaffee. Okay. Ich bevorzuge dann doch diese kleine, dürsenförmige Energy Schub. Ja, das ist dann eher weniger was für mich, habe ich festgestellt. Da ist auch viel zu viel Zucker drin, ich muss damit auch auf. Okay, dann wollen wir doch mal den Rettungsplan diskutieren, oder? Ja, definitiv, würde ich auch sagen. So now we know who the Terrans were after. What we still don't know is why. Perhaps you can shed some light on that, Marshal. Ja, könnten Sie uns das erklären? That information is above even my pay grade, Admiral. Only the Emperor knows, and he isn't one to share such secrets willingly. Na, war mir fast klar. I suspect you know more about the Emperor's prize than I do. What's so special about that woman? Lieutenant Ailea müsste das vom ersten Kinofilm gewesen sein? Bin mir unsicher. Reacher? Ja, also ich glaube... Ich war mir nicht sicher, als ich sie gerade gesehen habe, aber ich meine, das war Reacher. Weil die anderen Filme können es ja nicht sein und ich habe vor kurzem erst, vor ein paar Monaten, ich glaube so Anfang Dezember, Ende November, glaube ich, den ersten Film gesehen und da war sie, glaube ich, auch dabei. Also, sehr interessant auf jeden Fall. We know she's one of ours. Lieutenant Ailea,
A Delta navigator assigned to the Enterprise in the late 23rd century. Until recently, she was listed as missing in action after an incident involving a powerful entity in deep space. Vija. Aber warum ist sie jetzt ausgerechnet bei der Jupiter-Station? Recently, she teleported into a Starfleet research station in the Epsilon. Das ist die Frage, die wir Jemma jetzt auch stellen werden. Collapsed. She's been comatose ever since. She was transferred to Jupiter Station for medical care due to her unique physiology. Einzigartige Physiologie? Sehr interessant. Aber im Epsilon-Sektor, war das nicht auch der erste Kinofilm? Ich bin mir da auch unsicher. Mal gucken. Ich muss den ersten Film nochmal angucken. Naja, durchquälen eher gesagt. Baldness isn't exactly a unique biological trait, especially for Deltans. Na, Leta, das stimmt allerdings, was du da ansprichst. Na, bin ich aber auch sehr gespannt, was Ilea so besonders macht. According to the researchers on Jupiter Station, Ilea is a hybrid, a fusion of biological life. Ist das im Beta-Quadrant Epsilon Eridiani? Very advanced artificial life. The research team could barely comprehend the nature of her artificial components. Ich such's gerade, ich finde den Epsilon-Sektor nicht. One of them told me it made a Zoom-type android look crude by comparison. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, dass Ilea eine Fusion aus biologischem und künstlichem Leben ist und sogar die Zoom-Typ-Drohnen, also die, die wir in Picard gesehen haben, nichts gegen sie sind. Sehr interessant auf jeden Fall. Well, I don't know how ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren. Factors into making the Emperor's ultimate weapon, but he does tend to have plans within plans. Maybe he wants this Ilea to serve as a prototype for some new type of super soldier. Das könnte ich mir leider vorstellen bei dem Imperator. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt und dass wir zu früh kommen, um das zu verhindern. I don't care what he wants. It's our job to stop him and bring Ilea back. Richtig. So, we need a plan and we need it fast. Ja, da wäre ich auf jeden Fall auch dafür, weil ich bin der Typ für schnelle Pläne. So, aber wird gemacht, Admiral. So. Ich bin der Taktiker, schnelle Pläne sind ja mein Job. Also, sprechen wir mal mit Marshal Janeway. By now, Tilly and her ich musste kurz ein bisschen aufholen, weil ich den Sektor gerade gesucht habe auf der Galaxiekarte. You'll want to move fast and be ready for the fight of your life, if you want to bring her back. Gibt es hier ein Problem, Marshal? Was wir wissen müssen. Let me be clear. This is an enemy of my enemy situation. I mean to get revenge on Tilly and her lackeys, and working with you will help me accomplish that goal. I see no reason to complicate matters. Do you? Nein, absolut nicht. Ist für mich kein Thema, solange sie uns nicht hintergehen. Then it sounds like we have an understanding. Now let's get to it. Also gut. Jetzt haben wir zwei Spiegelcharaktere auf unserer Seite. Spiegel Janeway und Spiegel Leta. Oh, wie geil ist das denn? Dass die beide mal für uns arbeiten. Ich glaube, damit hätte niemand von uns gerechnet. Damit, dass zwei Spiegelcharaktere mit uns arbeiten dürfen. Damit hätte ja, ich sagte ja, das stimmt, das stimmt. Hm. Und hätte ich echt nicht mit gerechnet, aber es ist eine coole Sache. Ja. Ich finde es aber auch ein bisschen schade, dass sie Leta generell überarbeitet haben und nicht, dass sie zum Beispiel in der TFO, in beiden TFOs, genauso aussieht, sondern dass sie ihren alten Look hätte behalten können. Und dass sie nur wegen der neuen Mission so eingekleidet wird. Aber gut, können wir jetzt nichts dagegen machen. Sprechen wir besser mit Admiral Leta. Well, well. It looks like my recent work with Starfleet on training scenarios has paid off. Never thought you'd have the guts to try anything like that, but what can I say? You're just full of surprises. Ja, danke für das Kompliment, Leta. Und werden Sie bei der Operation dann mit dabei sein? Are you kidding? This is my kind of crazy. I wouldn't miss it for the world. Okay, da haben wir auf jeden Fall, der uns begleiten wird, wenn es darum geht, in das Spiegeluniversum einzudringen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt noch zwei Missionen brauchen, um dahin zu kommen, oder ob wir dann in der nächsten Mission direkt hin dürfen. Naja, was wahrscheinlich wieder ein paar Monate dauert. Ja. Wenn man Cryptic kennt. Leider. Ich finde es so schade,
Allerdings kann ich auch verstehen, weil man möchte weniger Missionen haben als vorher. Und dann, aber die Zuschauer so lange erwarten? Ja, naja. Gut. Ich tatsächlich war ein bisschen überrascht, dass der Discovery Arc tatsächlich nur aus 4 Missionen besteht. Oder halt die Age of Discovery. Die andere ist ja schon wieder länger, wobei das dann auch irgendwelche Patrols wieder sind. Ja. Also die Patrouillen, die kann man runterspulen, das ist nicht das Problem. Aber die Missionen war ich ein bisschen enttäuscht, dass es so weniger waren. Ja, aber jetzt dürfen wir mit 2 Jamies arbeiten. Und besonders nach ein paar Kannen Kaffee. Ja? Darf ich mich dazu gesellen? Okay, wird aber auf jeden Fall sehr interessant. So, dann mit Admiral Janeway sprechen. We took some serious hits here today, but they've had their inning. Now it's our turn at bat. Starfleet will put their best and brightest to work on the rescue operation. Also uns. I've been assured that our allies in the Alliance will do the same. Working together, we survive the Iconian War. We can deal with this Terran incursion as well. Richtig. One thing's for certain. Starfleet needs to improve the defenses here at Jupiter Station. I have a few ideas on that. But for now, Ilea is our top priority. Ich kann mir vorstellen, welche paar Ideen du in deinem Kopf hast, Janeway. Ach, meinst du etwa, was wir in Jupiter Iratus sehen? Ich dachte, kann doch gar nicht sein. Also, photonische Sachen, also da ist sie ja Spezialistin, weil letzte Folge, hat sie ja holographische, talaxianische Schiffe erzeugt mit der Voyager. Mhm. Aber ich hatte so den Gedanken oder den Verdacht, dass Janeway irgendwas mit Ablativpanzer zu tun hat und Transfast-Torpedos. Naja, ist sie ja auch die Expertin. Naja, gut. Das war die Mission. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja. Und ich bin vor allem gespannt, wie es dann weitergeht. So, aber beamen wir uns mal zurück. Und ich bin gespannt, ob wir Janeway nochmal begegnen. Okay, 14 Stunden zuvor. Captain's Log, Supplemental. We have the Emperor's Prize at last. With Janeway out of the picture, the glory is ours alone. We will learn the secrets of the Emperor's Prize. By any means necessary. Kumarke to bridge. We're ready to begin. Da, hast du es gehört? Das war Vija. Das war noch Vija im letzten Atemzug. Boah. Ja. Sehr, sehr cool. Boah. Aber auch also mit Vija hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Also, kam auf jeden Fall sehr überraschend. Boah. Aber hast du mal das Gerät gesehen, was Komaki in der Hand gehalten hat? Ja, wenn ich drauf nicht erkannt, tatsächlich. Ich hab's aber erkannt und das kennen wir aus Picard, erste Staffel. 5. Folge oder so, die eine Wissenschaftlerin, wo Egypt das Auge rausnimmt. Ja. Und dann noch Agonie-Zeug dazu. Ekelhaft. Naja, aber so kennt man das Terranische Imperium. Okay, dann geben wir mal die Mission ab. Liberated Terran Exocomp Fabrications als Kit-Modul. It just doesn't add up. Something tells me that the Terran Emperor's plans involve a lot more than kidnapping. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr vor. Wir bekommen Daily Event Programm, also Progress, wie auch immer. Und die terranischen Exocomps bekommen wir und ein bisschen Dill. Aber ich gebe die Mission jetzt noch nicht ab, weil, naja, guckt mal auf das Ereignis hier. Ich spare mir das bis zum Zeitpunkt auf, wenn ich meinen Fortschritt wieder sammeln kann. So, aber gut. Das war die Mission. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei der Antilope fürs Dabeisein. Ja, danke fürs Mitnehmen. Ja. Ich kannte die Mission ja auch noch nicht. Sehr, sehr cool. Ja. Sehr überraschend. Also, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Nicht nur du. Ich glaube, das sind viele gespannt. Mich eingeschlossen. Gut.
Ich bin mal gespannt, ob wir dann beim nächsten Mal wieder unser Schiff benutzen dürfen. Also so richtig. Auch wenn es nur ein kleines Gemetzel war. Ich freue mich auf ein großes Gemetzel. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüdelü. In den unendlichen Weiten. Tschüss.